Die traditionelle chinesische Medizin, die führt schon lange kein Schattendasein mehr. Vor allem Akupunktur wird inzwischen flächendeckend angeboten und das mit Erfolg. Zum Beispiel bei chronischen Rückenschmerzen ist die Erfolgsquote fast doppelt so hoch wie bei anderen Behandlungsmethoden. Was aber kaum jemand weiß, es gibt auch eine traditionelle japanische Form der Akupunktur, die deutlich sanfter ist als die chinesische, weil viele kleinere Nadeln verwendet werden. Deine Gesundheit. Die TVO-Inforeihe in Zusammenarbeit mit der UGHO, Unternehmung Gesundheit Hochfranken. Tamila Evangeli ist in der Gastronomie tätig. Das heißt, viel stehen, viel laufen, viel tragen. Die Folge: Verspannungen und Schmerzen. Beruflich, ich bin sehr angespannt und ich brauche meinen Körper. Und deswegen für mich ist das schnelle Lösung. Diesmal ist sie mit Schmerzen im Nacken- und Lendenbereich zu Dr. Reinhold Nöll gekommen. Und da zeigt sich der erste große Unterschied zwischen der traditionellen chinesischen und der traditionellen japanischen Medizin. Japaner mögen nämlich keinen Schmerz. Deshalb sind die Nadeln auch deutlich kleiner. Zum Vergleich: rechts unten im Bild die japanische Nadel, links davon die chinesischen. Und das ist noch nicht alles. Man sucht sich praktisch eine schmerzhafte Stelle, ja? Und diese schmerzhafte Stelle wird nicht genadelt, sondern aus der Ferne weiß man, wo Punkte sind, die diesen Schmerz lösen können. Diese Punkte werden dann mit Nadeln versehen. Beim Wo liegt dabei der nächste große Unterschied. Bei der chinesischen Version der Akupunktur geht man davon aus, dass immer ein festgelegter Punkt für einen ganz bestimmten Bereich des Körpers zuständig ist. Bei der japanischen Akupunktur wird dieser Punkt durch Drücken jedes Mal ganz individuell gesucht. Dass das funktioniert, ist wissenschaftlich bewiesen. Das ist ein System, was an der Harvard-Universität in Boston eben unterrichtet wird. Da kommen auch meine Lehrer her. Und das ist sogar so weit, dass das amerikanische Militär seine Ärzte damit ausbildet, ja, in großem Stil. Die haben halt den Vorteil, dass die Pharmaindustrie denen eben nichts reinredet. Und deshalb können die eine wirkungsvolle und eigentlich relativ günstige Methode in großem Stil dort anwenden. In Deutschland steht dem verhältnismäßig günstigen Preis der Behandlung im Moment noch entgegen, dass die Krankenkassen die Kosten einer japanischen Akupunktur bislang nicht übernehmen. Tamila Evangeli würde die Methode trotzdem jederzeit weiterempfehlen. Weil es so schneller Effekt ist und man braucht keine Medikamente. Normalerweise, also früher habe ich das nicht gekannt, musste Ibuprofen nehmen und das schlägt richtig an die Magen. Weil eben Selbstheilungskräfte auch angeregt werden einfach. Akupunktur hat ja mehr Teile. Die hat einmal die Nadeln, aber hat auch die Moxa-Therapie, das heißt das Abbrennen von Artemiskraut in bestimmter Art und Weise. Das Verbrennen von Artemiskraut wird zum Beispiel an Stellen angewendet, an denen Nadeln sehr unangenehm wären, wie der Bauchnabel oder die Nägel. In Kombination mit Nadeln kann es auch deren Effekt verstärken. Nebenwirkungen sind bei der traditionellen japanischen Medizin sehr selten. Dadurch, dass man sehr oberflächlich mit ganz dünnen, sterilen Nadeln arbeitet, sind praktisch Infekte oder Verletzungen von Lunge, Gefäßen oder Nerven eine Rarität. Ne? Ich behandle auch Patienten mit Blutverdünnung, also mit Makomar-Patienten oder auch Schwangere. Das ist also alles problemlos. Die Einsatzmöglichkeiten der traditionellen japanischen Medizin sind vielfältig. Nicht nur äußere Schmerzen können damit behandelt werden, sondern fast alle Befindlichkeitsstörungen, wie zum Beispiel Schwindelgefühle oder Schlafstörungen. Und dabei werden nicht Symptome behandelt, sondern nachhaltig die Ursachen. Gut 50.000 Nadeln, die Reinhold Nöll jährlich verwendet, sprechen da schon fast für sich. Deine Gesundheit. Die TVO-Inforeihe in Zusammenarbeit mit der UGHO, Unternehmung Gesundheit Hochfranken.